In diesem Video erkläre ich dir, wie du deine eigene Website ins Internet bekommst. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten. Einerseits sogenannte statische Seiten. Das heißt, du erstellst HTML-Dokumente und CSS-Dateien und lädst diese auf einen Webserver, wo sie dann deine Website darstellen. Das ist für den Anfang unkompliziert und auch durchaus noch gut handelbar. Wenn deine Seite allerdings wächst und mehr Seiten enthält, dann werden Aktualisierungen zunehmend mühsam. Deswegen benutzt man heutzutage oft sogenannte Server-Software. Diese ist auf dem Server installiert und verwaltet die HTML- und CSS-Dateien, die der Nutzer zu Gesicht bekommt. Man kann damit eben eine große Website betreiben oder auch eine kleine und muss viele Änderungen nicht von Hand durchführen, sondern die Software übernimmt die mühsamen Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Anpassung eines Menüs oder das Setzen von Links und so weiter. Blogs sind eine Form von Server-Software. Mit ihnen kann man eben einen Blog betreiben in verschiedener Form. Content-Management-Systeme sind sehr große Systeme, die auch für sehr umfangreiche und komplexe Websites geeignet sind. Und Wikis sind ebenfalls eine Art von Server-Software, mit denen man zum Beispiel mit mehreren Benutzern gleichzeitig eine Website betreiben kann. Grundsätzlich kann man viele dieser Arten von Websoftware entweder selbst betreiben auf eigenem Webspace oder bei einem Anbieter benutzen. Das heißt, der Anbieter stellt die Software zur Verfügung und man bucht sich dort lediglich ein. In diesem Video soll es darum gehen, wie man das auf eigenem Webspace tun kann, weil es eben um möglichst viel Selbstkontrolle und Selbstbestimmung geht. Was soll das bedeuten? Grundsätzlich muss man sich klar sein, dass man bei der Benutzung von Websoftware in jeglicher Form in der Regel immer einen Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Selbstbestimmung in Kauf nehmen muss. Wenn ich eine App oder ein Programm benutze, die mir ein hohes Maß an Bequemlichkeit liefern, dann habe ich in der Regel ein geringes Maß an Kontrolle und Selbstbestimmung. Denn die Bequemlichkeit kommt daher, dass die Entwickler für mich bestimmte Entscheidungen bereits getroffen haben. Sie haben die komplexe Technik, die in der Regel dahinter steht, so versteckt, dass ich nicht damit konfrontiert bin. Das heißt, ich kann das Ganze leicht benutzen, allerdings habe ich dann eben auch nicht mehr viele Möglichkeiten zur Steuerung. Am anderen Ende, wenn ich etwas ganz ausführlich selber kontrollieren möchte und ein hohes Maß an Selbstbestimmung möchte, dann muss ich in der Regel erstmal die Software lernen und wissen, wie sie funktioniert. Das heißt, es geht auf Kosten der Bequemlichkeit. Allerdings gibt es durchaus auch den Punkt, an dem ich ein hohes Maß an Kontrolle und Selbstbestimmung habe und trotzdem durch Routine und Kenntnisse, die ich erworben habe, ein vernünftiges Maß an Bequemlichkeit, sodass diese Option also durchaus erstrebenswert ist. Wir können verschiedene Anbieter mal auf dieser Skala einordnen. Wenn wir zum Beispiel Facebook nehmen, dann macht Facebook es sehr einfach, Inhalte bereitzustellen im Internet. Ich muss dazu fast keine technischen Kenntnisse haben, dafür habe ich aber eben auch kaum Kontrolle über diese Inhalte. Facebook kann im Prinzip damit machen, was es will. Eine Blogplattform wie zum Beispiel Tumblr gibt mir etwas mehr Selbstbestimmung über meine Inhalte. Die Bequemlichkeit ist schon ein bisschen geringer. Ich muss mich schon ein bisschen mehr mit der Software auseinandersetzen, um einen Tumblr-Blog zu erstellen. Aber ich habe immer noch sehr einfache Möglichkeiten, aber eben auch wenig Selbstbestimmung. WordPress.com bietet mir ebenfalls Blogs an. Diese sind schon sehr umfangreich. Ich kann damit sehr unterschiedliche Seiten realisieren. Es bewegt sich irgendwo so in der Mitte auf dieser Skala. Bei WordPress.org kann ich mir nun den Quelltext von WordPress herunterladen und ihn selbst installieren. Damit habe ich ein sehr hohes Maß an Selbstbestimmung, weil ich eben genau kontrollieren kann, was ich genau mit der Software mache und was mit den Inhalten passieren soll. Wenn ich mir statische Seiten anschaue, dann habe ich damit noch viel mehr Selbstkontrolle, Selbstbestimmung. Denn ich bin noch nicht mal daran gebunden, was WordPress kann, sondern ich kann im Prinzip nur dadurch eingeschränkt, was ich selber kann. Grundsätzlich sollte man bei dieser ganzen Softwaregeschichte immer fragen, ist ein
Export meiner Daten später noch möglich? Also das heißt, wenn zum Beispiel Facebook oder Tumblr irgendwann entweder pleite gehen oder beschließen, den Laden dicht zu machen, kriege ich dann meine Website von dort wieder weg oder bin ich dort eingeschlossen? Das nennt man Login. Das ist natürlich ein Zustand, den man möglichst vermeiden möchte, denn man hat ja Arbeit und Zeit in diese Website gesteckt und man möchte nicht plötzlich erfahren, dass sie jetzt nun einfach zugemacht wird. So, im Weiteren soll es also jetzt um eine Website auf eigenem Webspace gehen, die man bei einem Webhoster publiziert. Wie funktioniert das? Wenn man eine Website ins Internet stellen will, dann braucht man einen Platz auf einem Server. Ein Server ist ein großer Rechner, ein leistungsfähiger Rechner, der typischerweise mit vielen anderen in so einem Serverschrank steht und mit einem dicken Kabel einer schnellen Leitung ans Internet angeschlossen ist. Der Server wird normalerweise von einem Webhost betrieben, also einer Firma, die viele solche Server hat, die sie wartet und die den Platz darauf an Kunden verkauft. Wenn man jetzt eine Website veröffentlichen will, dann bucht man bei diesem Webhost sozusagen einen Platz auf der Festplatte eines Servers und hat damit sein Fleckchen im Internet. Der Webhost sorgt dafür, dass dieses Fleckchen vom Internet aus erreichbar ist unter einer bestimmten Adresse. Diese kann man meistens ebenfalls beim Webhost direkt registrieren und somit habe ich dann meinen Platz im Internet, der unter dieser Adresse zu finden ist. Für diese Leistung muss ich dem Webhost in der Regel Geld bezahlen. Günstige Angebote beginnen bei sehr wenigen Euros pro Monat. Es gibt auch ganz kostenlose Angebote, allerdings sind die mit Vorsicht zu genießen, weil man immer überlegen muss, womit dann das Geld verdient wird. Wie kommt nun jemand auf die Webseite? Wenn ein Benutzer in seinen Browser meine Adresse eintippt, dann geht das Signal durchs Internet und landet durch verschiedene Stationen am Ende auf meinem Fleckchen Plattenplatz, den ich beim Webhost gemietet habe. Das heißt, mit Hilfe dieser Adresse, die im Hintergrund eigentlich eine Zahl ist, werden alle Anfragen, die jemand stellt, an meinen Server oder an mein Stück Server geleitet und der Server antwortet, indem er die entsprechenden Website-Dateien an den Nutzer zurückschickt. Wie kommen nun meine Dateien überhaupt auf diesen Server? Ich wähle mich ebenfalls ein, allerdings nicht mit einem Browser, sondern mit einem speziellen Programm, mit dem man Dateien auf einen Server transferiert. Man nennt das ein FTP-Programm, File Transfer Protocol, also ein Programm, mit dem ich Dateien transferieren, also übertragen kann. Heutzutage sollte das mit SFTP gehen, das heißt verschlüsselt, secure. Und damit wähle ich mich eben auf meinen eigenen Server ein oder auf meinen Webspace, schiebe meine Dateien auf diesen Server, sodass sie dort bereit liegen, falls ein Benutzer sie aufruft. Dieses System müssen wir uns noch ein kleines bisschen genauer anschauen. Es ist nämlich etwas unterschiedlich, je nachdem, ob ich statische Seiten oder Server-Software verwende. Wenn ich statische Seiten verwende, benutze ich immer mein FTP-Programm, um Aktualisierungen durchzuführen. Ich verändere also die HTML- und CSS-Dateien auf meinem Rechner und schiebe sie dann mit dem FTP-Programm auf meinen Webspace. Wenn ich Server-Software verwende, benutze ich am Anfang beim allerersten Mal auch ein FTP-Programm, um die Software auf den Server zu installieren. Ich schiebe sie also dorthin. Das ist einfach eine Reihe von Dateien, die ich bekomme. Schiebe sie auf den Server, installiere dort das Programm, zum Beispiel WordPress, und danach kann ich alle Änderungen und Aktualisierungen mit dem Browser durchführen in der Regel. Das heißt, das macht es auch für mich dann wieder einfacher, weil ich zum Verwalten und Aktualisieren meiner Website dann nur noch einen Browser brauche. Nochmal also kurz zur Zusammenfassung: Wenn man eine Website ins Internet bringen möchte, braucht man Webspace auf einem Server, den bucht man sich für ein paar Euro im Monat bei einem Webhost. Da kann man ebenfalls eine Adresse registrieren und der Webhost sorgt dafür, dass diese Adresse auf den richtigen Webspace zeigt. Ich schiebe dann mit einem SFTP-Programm die Dateien meiner Website auf diesen Webspace. Dort liegen sie dann bereit und wenn ein Nutzer diese Adresse in seinen Browser eintippt,
dann landet diese Anfrage auf dem Server, auf dem meine Webseite liegt, und dieser antwortet, indem er die Dateien zurück zum Nutzer schickt, der sie dann in seinem Browser angezeigt bekommt und somit meine Website benutzen kann. Viel Erfolg beim Veröffentlichen deiner ersten Website!